10. Geschichte, die abenteuerliche Flucht. D'Artagnan ist völlig verzweifelt. Seine geliebte Juliette ist noch immer Gefangene des schwarzen Schnurrbarts. Und sein Pferd Sandy ist verletzt. Er hat nicht die leiseste Idee, wo er die Suche nach Juliette beginnen könnte. In Erwartung der Dinge, die sicher bald auf ihn zukommen werden, pflegt er zunächst mal sein Pferd und wartet voller Bangen auf eine Nachricht von Juliette. So, das wird dir gut tun. Mit dieser Wundersalbe meiner Mutter läufst du morgen wieder wie ein Fohlen. Monsieur, Monsieur, es ist etwas Schreckliches passiert. Sie haben gerade Monsieur Bonacieux entführt. Oh nein! Da hinten sind sie! Lauf, Blanchet! Jawohl! Halt! Halt, sage ich! Bleibt stehen, ihr Verbrecher! Schurken! Banditen! Lumpenpack! Was ist los, Blanchet? Bist du verletzt? Nein, Monsieur, ich bin nicht verletzt. Ich sterbe nur. Ach komm, wir wollen nicht übertreiben. Das geht schon wieder vorüber. Lass uns nach Hause gehen. Dann bringen wir dich schnell wieder auf die Beine. Sag mal, D'Artagnan, hast du die Banditen erkannt, die Monsieur Bonacieux entführt haben? Ich habe zwar drei gesehen, aber ihre Gesichter waren maskiert. Ich habe sie auch nicht erkannt. Als das Durcheinander vorbei war, sah ich, dass sie Monsieur Bonacieux wegschleppten und ich lief gleich zu meinem Herrn, um es ihm zu sagen. Ich weiß, wer diese Burschen waren. Na dann sag's uns doch. Ich weiß es auch, aber wir können es ihnen nicht beweisen. Wir müssen gar nichts beweisen, wir müssen sie erwischen. Wir brauchen erst einmal Klarheit darüber, wer Bonacieux entführt hat. Erst danach können wir handeln. Hör auf den Busch zu klopfen. Sag mir, wer es war. Du machst mich ganz nervös. Es ist doch ganz einfach, Athos. Ich kann mir auch denken, wer die Schufte waren. Na, also dann raus damit. Ich kann sie nicht im Einzelnen identifizieren, aber ich bin überzeugt, es waren Gardisten von Kardinal Richelieu. Na, wenn ihr so sicher seid, dann nichts wie ihnen nach. Wir sagen doch, das ist nicht möglich. Warum? Weil wir es ihnen erst nachweisen müssen. Also was denkt ihr denn? Sollen wir hier rumsitzen, die Daumen drehen und nichts tun? Die Teile fügen sich zusammen. Zuerst entführen sie Juliette und dann ihren Onkel. Also wenn ich Juliette befreien kann, wird sie mir sagen, wer Monsieur Bonacieux entführt hat. Aber Juliette zu finden, das scheint mir unmöglich. Für mich ist nichts unmöglich. Ich gehe jetzt los und suche sie. Das gefällt mir. Ich werde mit dir gehen. Wartet mal bitte einen Moment. Zu viert erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, es gehen nur zwei. Das ist unverdächtiger. Meinst du wirklich, es ist besser, wenn wir dich nicht begleiten? Ganz sicher. Aber ich werde euch auf jeden Fall begleiten. Blanchet, du bist krank. Du musst dich pflegen. Nein, es geht mir gut. Nur noch ein bisschen müde. Die Ruhe hat mir sehr gut getan. Heißt das etwa, dass wir hier völlig überflüssig sind und dir überhaupt nicht helfen können? Natürlich freue ich mich über eure Hilfe. Und wenn es erforderlich ist, werde ich Blanchet zu euch schicken, damit ihr mir beisteht. Das ist sehr vernünftig. Einverstanden, wir halten uns bereit, wenn du uns brauchst. Das wird ein Fest, mit den Burschen abzurechnen. Los, Blanchet, lass uns keine Zeit verlieren. Jawohl. Habt ihr denn irgendeine Idee, wo sie Juliette verstecken? Nein. Ich habe das Gefühl, der schwarze Schnurrbart hat uns verschaukelt, dass wir glauben sollen, er hätte Juliette mitgenommen. Dann muss Mademoiselle Juliette noch in dem Waldhäuschen sein. Da bin ich gar nicht sicher. Deshalb wollte ich eben die anderen nicht dabei haben, im Fall, dass ich mich geirrt habe. Thank you.
Es wird euch nicht noch einmal gelingen, mich zu hintergehen. Ihr werdet nicht entkommen! Tut mir leid, ich wollte nicht so fest zuschlagen. Hoffentlich seid ihr wenigstens nicht tot. Was ist denn los mit diesem Faulpelz? Schläft wie ein Toter. Na los, was ist denn? Wach auf, du Träne! Hey, hey, was ist denn los? Wahrscheinlich hat sich dieser verfressene Kerl wieder mal mit gerösteten Kartoffeln vollgestopft. Seid ihr's, Monsieur? Wach auf und sag mir, was hier los ist. Wo ist das Mädchen? Sie ist mir entwischt. Monsieur, bitte, bitte vergebt mir. Du nutzloser Idiot! Jawohl, seid bitte nicht böse mit mir, Monsieur. Das junge Ding kann ja noch nicht sehr weit sein. Und ich weiß, welchen Weg sie genommen hat. Richte mein Pferd her! Sie ist in den Fluss gefallen. Ich staune, dass sie nicht ertrinkt. Soll ich hingehen und sie ersäufen? Nein, wir warten eine Weile und lassen sie entkommen. Was? Das Mädchen ist völlig durcheinander. Wenn wir sie fliehen lassen, wird sie sofort zum Versteck des Herzogs von Buckingham gehen. Dann brauchen wir ihr nur zu folgen. Sie wird in den Boot da fliehen. Dieser Fluss mündet in die Seine, so wird sie Paris erreichen. Ja, sehr gut, mein Schätzchen, du führst uns direkt zum Herzog. Ha. Wundert mich nicht, dass ihr die Königin ihr ganzes Vertrauen schenkt. Dieses Mädchen ist Gold wert.
Da stimme ich zu, Monsieur. Und ohne Zweifel ist sie auch mehr wert als du, du Flegel. Da stimme ich voll zu, Monsieur. Also los, es wird bald dunkel sein und wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Juliette! D'Artagnan, die Brücke! Schon wieder der Bauernlümmel. Wieder mal im Weg. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. D'Artagnan, bitte zieh die Brücke hoch. Die Brücke hochziehen? Ja, ganz schnell. Na klar, wir müssen sie hochziehen, damit das Boot passieren kann. Verstanden. Jetzt reicht's mir mit dem Kerl. Jedes Mal, wenn er auftaucht, kommt alles durcheinander. Da stimme ich euch voll zu. Hilfe, Juliette, ich kann nicht schwimmen. Dieser Bauernlümmel ist wirklich nicht recht bei Trost. Da stimme ich euch voll zu, Monsieur. Danke, Juliette, du hast mir das Leben gerettet. Ich vergaß, dass ich nicht schwimmen kann. Wenn ihr eure nassen Kleider nicht auszieht, werdet ihr krank. Die Nacht bricht an und es wird kalt. Ich werde ein Feuer machen, dass ihr euch trocknen könnt. Und von hier an müssen sie zu Fuß weitergehen. Verflucht! Was ist denn, Monsieur? Sieh dir das an. Sie sind davon, ohne die Brücke runterzulassen. Wir können ihnen nicht folgen. Wie unangenehm. Weißt du eine andere Brücke in der Nähe? Bis Paris gibt's keine andere, Monsieur. Können wir den Fluss irgendwo durchwaten? Dazu würde ich nicht raten. Es ist äußerst gefährlich. Dieser Teil des Flusses ist voll von Löchern und Strudeln, Monsieur. Wenn ihr da hineingeratet, zieht's euch voll auf den Grund. Ja, da hast du recht. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Kehren wir nach Paris zurück und warten auf sie. Ich werde überall Wachen postieren. So können sie uns nicht entkommen. Du hast nicht die leiseste Ahnung, wo mein Onkel sein könnte? Nicht die geringste, Juliette. Ich dachte, du wüsstest es. Ich war der Meinung, sie hätten euch zusammen entführt. Ach, Juliette. Juliette, wenn du mir sagen könntest, warum sie dich entführt haben, dann könnte ich dir doch viel eher helfen. Tut mir leid, D'Artagnan. Vergib mir, aber ich darf's dir nicht sagen. Ich darf dir nur so viel sagen, dass das alles sehr wichtig ist. Wie du wünschst, aber du sollst wissen, dass du auf mich zählen und mir vertrauen kannst. Vielen Dank. Und kannst du mich bei Tagesanbruch nach Paris bringen? Wir können auf keinen Fall heute Nacht weitergehen. Bitte verzeih, Juliette, ich wollte dich damit keineswegs erschrecken. Warum ist es unmöglich? Deine Entführer wissen, dass du entflohen bist. Deshalb werden sie ganz bestimmt alle Ein- und Ausgänge von Paris streng überwachen. Oh je, was schlägst du also vor, dass wir tun können? Lass mich nachdenken. Ich sage dir gleich das Ergebnis. Ich kann nicht warten, bis dir was einfällt. Ich muss jetzt sofort los. Das Kleid ist zwar noch etwas feucht, aber das ist mir egal. Also gut, ganz wie du es wünschst. Wer ist das? Zu dieser Nachtzeit? Hallo. Hallo, guten Abend. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich bin den Fluss runtergelaufen, um ein Boot zu suchen, was die Strömung wohl abgetrieben hat. Oh. Ich weiß, wo ihr es finden könnt. Seid ihr sicher? Dann sagt's mir bitte. Dort am Ufer entlang. Dankeschön. Da ist es ja. Ja, das ist es. Vielen Dank, dass ihr es für mich gefunden habt. Glaubt ihr, bekommt's flott oder ist es entzwei? Sagt bitte. Ich sehe keine Beschädigung. Wenn ich's aufrichten und das Wasser ausschöpfen kann, ist es wieder völlig in Ordnung. Ich werde euch helfen, wartet. Ja, das mache ich. Da wäre ich euch aber dankbar. Meint ihr das ernst? Natürlich. Wie kann ich mich dafür revanchieren, Monsieur? Das soll euch zu nichts verpflichten. Doch wenn ihr uns in eurem Boot nach Paris bringen könntet, sollte es euer Schaden nicht sein. Aber mit Vergnügen, sagt mir nur, wo ich euch in Paris an Land setzen soll. So nahe bei der neuen Brücke, wie es euch möglich ist. Wird gemacht. Ihr seid wirklich sehr freundlich. Planchet, hilf uns, das Boot aufzurichten. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ja, Monsieur. Wenn ihr noch ein paar Minuten wartet, dann schöpfe ich das Wasser aus dem Boot und wir können losfahren. Gut.
Planchet, hör mir zu. Ich werde Mademoiselle Juliette im Boot begleiten. Du wirst zu Fuß nach Paris gehen und bittest Porthos, Athos und Aramis, uns zu helfen. Es ist zu vermuten, dass unsere Feinde das Seineufer bewachen werden. Juliette, an welchem Teil der Seine könnten wir uns wohl mit den drei Musketieren treffen, ohne Aufsehen zu erregen? Nun, natürlich nicht an der neuen Brücke. Ich hab's, an der Insel von Saint-Louis. Die Insel von Saint-Louis, Planchet. Geh und sei vorsichtig. Sorgt euch nicht um mich, Monsieur. Ich mach das schon. Wir wären zum Ablegen bereit. Bitte kommt an Bord, wenn's euch genehm ist. Vorsicht, junge Dame. Wir nähern uns Paris. Das da ist die Seine. Wundervoll. Die Insel da in der Mitte mit der Kirche von Notre-Dame ist die Île de la Cité und dahinter die Insel Saint-Louis. Ich hoffe, Planchet hat keine Schwierigkeiten gehabt. Guten Morgen, Jussac. Ist alles vorbereitet? Jawohl, Monsieur. Alle Tore von Paris werden durch Gardisten seiner Eminenz des Herrn Kardinals bewacht. Ich wünsche, dass keine Ratte nach Paris hereinkommt, ohne dass ich davon erfahre. Verstanden? Jawohl, Monsieur. Seid unbesorgt. Ach, wie lange müssen wir hier noch rumsitzen, ohne was tun zu können? Wir bleiben hier so lange, bis wir etwas von D'Artagnan hören. Ich bin so unruhig. Was ist, wenn ihm was passiert ist? Hilfe! Helft mir bitte! Ich könnte schwören, der Mann, der da rief, war Planchet. Ich glaube, zwei Gardisten verfolgen Planchet. Ich bin gleich wieder da. Komm rein, Planchet. Danke. Zum Teufel, das ist Athos. Was sollte das eben heißen? Zum Teufel, das ist Athos. Es soll gar nichts. Auf der Insel Saint-Louis? Wieso haben Sie gerade die Insel gewählt? Ich bin überzeugt, dass gerade da mehr Garden stehen als irgendwo sonst. Das heißt, D'Artagnan ist in größter Gefahr. Wir müssen sofort gehen. Alles Gute. Danke. Sehr erfreut, euer kleines Spiel ist damit zu Ende. Steigt ab und bereitet euch auf euren letzten Kampf vor. Ganz im Gegenteil, der Sieg gehört bereits jetzt mir. Ihr kommt zur rechten Zeit! Ah, der schwarze Schnurrbart. Jetzt sagt der Welt ein letztes Lebewohl. Es ist sinnlos zu kämpfen! Rückzug! Feigling will kneifen! Wartet! Ja! Dieser Elender hat wieder mal gekniffen! Ich hab sowas noch nie gesehen. Es ist doch nicht zu glauben, solche Feiglinge! Hier geht irgendetwas vor, das mir überhaupt nicht gefällt. Habt herzlichen Dank für eure Hilfe, Freunde. Dir auch, Sandy. Geht's dir denn wieder gut? Aber nein! Na, zufrieden? Juliette? Wohin ist Juliette gegangen? Juliette ist verschwunden und niemand weiß, was ihr geschieht.
Hat sie der schwarze Schnurrbart erneut entführt oder ist sie freiwillig untergetaucht? Erinnern wir uns, sie musste bei Tagesanbruch in Paris sein. Werden es D'Artagnan und die drei Musketiere schaffen, sie zu finden und zu beschützen? Unser Freund D'Artagnan gerät unter den hypnotischen Einfluss einer verführerischen Dame mit dämonischen Augen, die ihm etwas Geheimnisvolles in den Tee tut. Natürlich handelt es sich dabei um Milady, die ihn zu einem Attentat auf die Königin zwingen will. In der nächsten Geschichte werden wir sehen, ob sie ihr Ziel erreicht.